nicht. Ja, hier stehen wirklich etwas nicht. Hier sind so Bölzchen. Pass auf! Wieso? Wir stehen hier. Wir müssen hier nicht aufpassen. Mensch, du bist ein Mädchen, hast du gesagt. Selbst. Checkpoint. Schön. So. Vielleicht können wir uns zum Überqueren ja einen dieser Stalaktiten zunutze machen. Ja, ich glaube, der Große ist es da. Das sieht so. Springe und drücke in Richtung. Ach, die kann auch schön, dass die hier nicht runterfliegen. Nutze die Hermalin-Perspektive, um mehr über die Umgebung zu erfahren. So, Steinhaufen, ideal geformt, gleichmäßig und schwer. Jo, das haben wir. Oh Mensch, das war jetzt ein bisschen. Waffen, bewegt den Cursor zum Ziel und benutze. Versuche, einen dieser losen Stalaktiten abzubrechen. Schönes Teamwork hier. Ah, das war jetzt noch heil ausgegangen. So, hier. Werden hier auch schön in die nächste Szene versetzt. Und wir müssen das alle nicht mehr von vorne spielen. So, kommen wir hier Lyra schön in die Tüte. Und wirst auch schön rüberhüpfen. Genial! Ja, ich wusste das schon immer. Hier riecht's nach Essen. Jemand ist hier ganz in der Nähe. Bleib hier. Nö. Ach, Hallöchen. Mädchen, du kommst mit mir. Ausweichen. Achte auf die Anzeige. Angezeigt Richtungen und Attacken auszuweichen. Wir sind aufgeflogen. Niemals! Du mir viel Geld bringen. Au! Ich hab ihn ja aus... Ach, in die andere Richtung. Ergebt euch! Oh nein! Meins. Ich hab gemeint, in die andere Richtung. Mensch, jetzt bist du mir. So, man muss genau im richtigen Moment drücken. So, das geht jetzt ein bisschen schneller, weil ich weiß jetzt, wie es geht. Ja, und du regst dich auf wie ein Pömpel. Nein! Kinderleicht! Kinderkacke, kinderleichte Kinderkacke, schön. Kommst weiter, Pan auf mit und wir werden weiter. Tut mir wirklich leid, Mister, aber wir müssen einen Jungen retten. Ja, einen Jungen, den du jetzt gleich. Den Adler mit 3. Falkengeschirr, drücke 3 um die. Ja, schön. Packen wir es an, Pan. Ach so, das ist ja gut, ne? Lange kann der jetzt gleiten und nicht so lange. Das war ganz schön knapp. Ja, du kannst auch nicht so lange leiten. Also, der kann jetzt auch nicht darüber gleiten. Was mir leider nicht so gefällt, aber wir müssen das Beste draus machen. Ne? So, kommen wir hier weiter. Das nennt man hier Teamwork. Und hier ist noch eine vierte Füße. Katze. Um die Wildkatzenstadt zu werden, springst du ungefähr. Ach, so ist das schön. Wenn du rennst, bist du schneller dort. Oh. Ah, nicht die Leertaste, die linke Taste zum Springen. Okay. Hab's gecheckt. Hey, was?
verdammte Tastatur ist mir ein bisschen unheimlich. So, jetzt nochmal versuchen. Der dreist hier mir gleich hier aus den Händen. Also das geht mir ein bisschen zu schnell. Ehrlich gesagt. Das ist ja Ansichtssache, ne? So, was jetzt? Komm! Ich bin stolz auf dich! Ach, da redet der Pen. Der Pen, nicht der Pen. War hier nur mal was hin. Vielleicht ein Courage-Pünktchen? Nee, gar nichts. Gut. War hier? Nee, war nichts. Oder ist nichts? Prima! So, der Ladebildschirm. Hat man noch nie gesehen. Wenigstens scheint es ihm gut zu gehen. Wohin sie ihn wohl bringen? Mir gefällt das alles nicht. Mir auch nicht. Wir müssen da runter. Oh oh, ich kann gar nicht hinsehen. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist, Kind. Das wird man von diesem Jägervolk jedoch nicht behaupten können. Mensch, wie du eine Spur hinterlässt, das ist mir... So, wir spielen... Nee, wir spielen noch nicht in Jurek. Glaubst du, ne? Gefährten tot! Mein Lager zerstört! Warum hast du uns angegriffen, Panzerbjörn? Ihr stehlt Kinder für Gold. Und für diese Leben sollt ihr Rechenschaft ablegen. Heute wirst du im Schatten meiner Vorfahren sterben. Oder aber du wirst dich zu ihnen gesellen. Oh. Oh.
Sarni! Wo bist du die ganze Zeit? Ach, du kommst jetzt da raus. Schön. Mich nicht besiegen, Panzer. Ey, ich werde deiner gleich einen Grund auf Boden hauen, das Ganze. Nun geh zu deinen Vorfahren und büße für deine Taten hier. Jurek! Wir haben ihn gefunden. Wir haben es geschafft. Und geht es euch beiden gut? Du hast Großes geleistet, Lyra. Wahrlich Großes. So, war das hier ein kleines Tutorial, oder? Vermutlich schon, ne? Ah, 2 Monate früher. Okay, jetzt sind wir wahrscheinlich hier in London. Doch ich schweife ab, denn unsere Geschichte beginnt ganz anders. Tatsächlich begann Lyras weite Reise am Jordan College im Städtchen Oxford. Ich muss jetzt gleich... Ich kann's kaum erwarten, bis er hier ist, Pan. Er ist jetzt schon so lange fort, dass ich ganz vergessen habe, wie er aussieht. Glaubst du, er hat uns diesmal den Walrosszahn mitgebracht, den er uns immer verspricht? Ich kann's gar nicht erwarten, bis er uns alles über die ganzen Experimente erzählt, die er durchführt. Ich wette, er hat allerhand Hexen und Skrählinge und alles Mögliche gesehen. Das ist genauso wahrscheinlich, wie dass er diesmal den Walrosszahn mitbringt. Ach, sag doch sowas nicht, Pan. Er wird uns bestimmt mitnehmen. Und dann erleben wir alle möglichen Abenteuer. Wir erleben ja hier schon alle möglichen Abenteuer, Lyra. So, wir sind hier in dem Zimmer. Lyra Bilacqua! Schluss jetzt mit Spielen! Es wird Zeit für dein Bad! Oh, oh. Mrs. Lonsdale! Psst! Schleichen wir uns aufs Dach, bevor sie reinkommt. Ich verstehe einfach nicht, warum Mrs. Lonsdale andauernd glaubt, wir müssten uns waschen. Nö, waschen gehört auch nicht zum täglichen Leben. So wie ich den passenden Schlüssel gefunden habe, kriegst du was zu hören. Wenn wir abreisen, sollten wir wenigstens sicher sein, dass wir alles Nötige dabei haben. Ja und, was? Habe ich mir denn nur dabei gedacht, meine ganzen Murmeln so weit nach oben zu legen? Kannst du nicht irgendwas raufwerfen und sie damit runterkullern lassen? Jetzt müssen wir etwas finden. So, das leuchtet ja auch. Kommt. So, ein bisschen runter. So. Das war's! Ja, das war's mit dem Ganzen. Murmeln, du Einsamer von Murmeln, vervollständigst du den Murmelbeutel, den du während eines Ausweichmanövers einsetzen kannst. Du hast einen Sammelgegenstand bekommen. Sammelgegenstände verschaffen dir je nach Typ in Ausweich- oder Täuschungsmanöver einen Vorteil. Denk erst gar nicht daran, durch dieses Fenster zu klettern! Du, in der nächsten Zeit solltest du dir wirklich mal von Mrs. Lonsdale ein Bad einlaufen lassen. Zugesperrt. Lyra, ich weiß, dass du da drin bist. Schnell, such den Schlüssel. Er muss hier irgendwo sein. Nö, wo ist denn der? Schön, aber... Mensch, ich hab noch mal gespielt, ey. Also... Nee, tut
leid, aber. Oh Mensch, die Truhe hier. Könnte es hier noch irgendwo sein? Nee. Hab ich dich diesmal gekriegt? Was machst du denn? Sofort kommst du von diesem Fenster darunter. Kind, du machst dich doch noch schmutziger. Also. Lyra Bilacqua! Schluss jetzt mit Spielen, es wird Zeit für dein Bad. Oh oh, Mrs. Lonsdale. Psst, schleichen wir uns aufs Dach, bevor sie reinkommt. Ich verstehe einfach nicht, warum Mrs. Lonsdale andauernd glaubt, wir müssten uns waschen. So wie ich den passenden Schlüssel gefunden habe, kriegst du was zu hören. Wenn wir abreisen, sollten wir wenigstens sicher sein, dass wir alles Nötige dabei haben. Ach, wir müssen jetzt für den Murmeln gehen hier auf dem Dach. Was habe ich mir denn nur dabei gedacht, meine ganzen Murmeln so weit nach oben zu legen? Kannst du nicht irgendwas raufwerfen und sie damit runterkullern lassen? Jo, könnte ich schon, aber was macht man hier denn so alles? Das war's! Ja, haben wir.